Sie hören SWR 4 Rheinland-Pfalz. Lange hat sich die TuS Koblenz gewehrt. Am Ende war es dann leider doch umsonst. Die TuS musste in die dritte Liga absteigen. Seitdem hat sich aber rund ums Stadion Oberwerth fast alles verändert. Lediglich 5 Spieler aus der Zweitligamannschaft blieben. Der Trikotsponsor hat gewechselt. Ein neuer Mannschaftsarzt sitzt auf der Bank. Nur das Trainerteam blieb um Chef Patrick Sander unverändert. SWR 4-Reporter Andreas Griesem hat die letzten Trainingseinheiten vor dem Saisonstart gegen Mitabsteiger Rot-Weiß Aalen beobachtet. Denn gleich um 14 Uhr geht's ja los auf dem Oberwerth. Kurze Ballkontakte, Flanke, Torschuss. Co-Trainer Uwe Koschinat übt schnelle, überfallartige Spielzüge ein. Viele TuS-Fans stehen am Südplatz und beobachten interessiert das Trainingsgeschehen. Sie sind sich noch nicht ganz sicher, was sie von der neuen Mannschaft halten sollen. Es geht erstmal um den Klassenerhalt, dass man aufbaut für die Zukunft. 9 Trainer der dritten Liga ziehen die TuS mit beim Aufstieg. Und ich muss sagen, ich habe auch die Hoffnung. Und wenn das gut läuft, wenn wir die ersten 3-4 Spiele gewinnen, und das hoffe ich ja auch, dann sehen wir gut aus, dann spielen wir oben mit. Ganz so optimistisch sieht Cheftrainer Patrick Sander die Situation nicht. Die TuS habe sich zwar in den Testspielen ordentlich verkauft, auch gut trainiert, aber jetzt müsse sie im Liga-Alltag zeigen, was sie drauf hat. Ich kann das Niveau noch nicht einschätzen, weil ich auch unsere Gegner nicht kenne. Und das ist alles Spekulation, was wir jetzt machen. Und wer nun irgendwie Titelfavoritenrollen zuerkannt bekommt oder wer als Abstiegskandidat gehandelt wird, das ist alles Makulatur. Sorge bereitet dem Trainer der kleine Kader. In der Mannschaft sind viele junge und nur wenige erfahrene Spieler. Wir können uns keine Ausfälle erlauben und mit 19 Feldspielern im Kader ist es sehr, sehr eng. Wenn uns da 2-3 auch noch wichtige Spieler ausfallen, dann wird es richtig problematisch, weil wir stehen auf einmal 2-3 Leute auf dem Platz, die letztes Jahr noch Bezirksliga gespielt haben. Und deswegen ist es auch für uns eine sehr, sehr ungewisse Situation, aber ich glaube, wir haben die Mannschaft ganz gut vorbereitet und sind optimistisch. TuS-Geschäftsführer Wolfgang Loos hat ein striktes Sparprogramm gefahren. Die TuS gehört auch in der dritten Liga zu den wirtschaftlich Kleinen. Wir werden uns um die 4 bis 4,5 Millionen Etat insgesamt bewegen, wobei nicht mal 50% den Lizenzspielerbereich ausmachen. Wir haben also dort am meisten gekürzt. Das Gehaltsgefüge ist 65% runtergefahren worden. Und ich glaube, dass wir mit dem Durchschnittsalter von 23,7 eine sehr, sehr junge Truppe haben. Und was mich eigentlich besonders begeistert, wenn ich so beim Training diese Woche gesehen habe, war der gesamte Kader komplett beim Training. Das habe ich bei der TuS überhaupt noch nicht erlebt. Vieles hängt jetzt von einem guten Start ab. Damit will Trainer Patrick Sander auch die Fans wieder versöhnen. Vielleicht ist der eine oder andere, den wir halt vergrault haben, dann auch bereit zu sagen, okay, oh, da wächst was Neues zusammen und ich werde neugierig und das Interesse steigt wieder und wir können wieder zurückholen ins Stadion. Das ist unser Ziel. Anpfiff ist gleich um 14 Uhr, dann heißt es Daumen drücken gegen Rot-Weiß-Aalen.